das mit dem Tuning, das ist eh vorbei. Dieses Jahr. Das hat keine Zukunft. Wir müssen aufs Wasser. Ich guck mal, ob ja, das ist das, ne? Das ist der Porsche, ne? Ich guck mal, ob ich die Affe finde. Das ist der Porsche, ne? Digga, wo ist die Tuning, Affe? Wie sich das gehört. Hallo. Servus. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren der gepflegten Unterhaltung. Herzlich willkommen bei schönstem Wetter vom Gardasee. Unser Herr, Mr. Herr Wild ist auch am Stüssel und wir sehen jetzt gerade schon, was ist los? Hast du kein Geld mehr gehabt oder was? Haben sie ein paar Zylinder geklaut? Ist nur noch ein VFSI? Was ist das? Ich guck mal, ob ich ja, das ist das, ne? Das ist der Porsche, ne? Ich guck mal, ob ich die Affe finde. Das ist der Porsche, ne? Digga, wo ist die Affe? Tuning, wie sich das gehört. Also wir machen einfach eine 12 rein. Ja, eine Affe. Ja, oder ein AMG noch für hier, oder? Ein AMG natürlich. Alter. Ne, mach da eine 4 hin. Ja, auch mit. Einfach nur eine 4. Digga, in England. 4 hoch 2. Scheiße. Mach da einfach eine 4 hoch 2 hin. Audi gut, hat Audi gute Motoren gebaut. Ein bisschen Vibration, sagen sie. In England hat das Ding Ende letzten Jahres einer umgebaut auf 1,9er TDI, ne? Pumpedüse, schön. Ja, 130 PS ja, im Ding drin. Und ich wurde super oft drauf markiert, weil ich immer sage, ey, als Diesel hätte ich das Ding auch gefahren. Hauptsache für einen Flex, weißt du? Ja, sicher. Ablassen? Ja. Geil. Ja, Gardasee gefahren, Spritkosten nur 120 Euro hin und zurück, alles gut, weißt du? Ja, hast du jetzt eine Tankfüllung. Digga, ich habe hier für 1,99 getankt, ne? Ich in 1,96,9 in Digga, der Schweiz. Was ist denn los mit denen? Junge. So Freunde, also was steht an für uns? Ich glaube, das wird auch ein mehrteiliger Videovlog, weil, because wir zwei, oder wir alle hier, quasi das Ganze, wir werden eine schöne Tour machen und euch hier mal die schönsten Spots auch zeigen, was hier so generell am Gardasee abgeht. Wir sind gestern angekommen und man muss schon sagen, die benehmen sich hier wie die letzten Asozialen. Also das muss man wirklich ganz klar sagen. Was hier abgeht, dass die Polizei, dass sie dich nicht abschießen hier, das wundert mich. Also wirklich, das ist Wahnsinn, was hier los ist. Das fühle ich auch nicht mehr, muss ich sagen. Also durch die Fußgängerzonen, gefühlt mit 100, 120 Knallen, Alter, wo da die Leute in der Schlange nebeneinander stehen, weiß ich nicht. Also das ist Kopf ausschalten, irgendwie ganz komische Nummer. Aber sonst ist mega geil. Ja, Wetter ist natürlich unfassbar gut. Wir haben bestimmt 30, 32 Grad. Wo geht's jetzt hin, Pascal? Was machen wir? Wo fahren wir hin? Nach Simeone. Ja. Ja, Simeone ist so 20 Minuten von hier. Das ist echt so eine... ich sag mal, eine ganz alte Stadt, die ist tatsächlich wie so eine alte Ritterburg, ein Eingang und auch so ein Touristenziel. Okay. Ich hoffe mal, dass es jetzt ja Freitagmittag noch ein bisschen ruhiger ist und super, super schön und ganz, wenn du ganz durchläufst, hast du halt einen kleinen Strand, so einen Felsstrand, aber du kannst auch auf Felsen im Wasser drin sitzen. Oh, geil. Das ist ganz cool. Ja, es ist so ein bisschen geil, italienischer Lifestyle. Also Urlaub mit Autos kombinieren, ich denke, das ist so das Beste, was man eigentlich da machen kann hier. Vom Feeling ist das generell ganz geil hier. Ja, das, was wir danach machen, die Veranstaltung, ja, das ist, müssen wir mal gucken, wie das von der Auga läuft. Keiner weiß genau, wie, wann was losgeht, ne? Wir fahren einfach später hin. Man muss aber sagen, das ist so ein bisschen wie für uns wie eher wie Wörthersee. Wir verbinden das so ein bisschen mit Urlaub, wir wollen uns eine schöne Zeit hier machen. Und wenn du halt nachher nicht auf dem Gelände am perfekten Platz stehst, dann ist das halt auch so, ne? Also weiß ich nicht, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Die Veranstaltung geht 3 Tage. Ja, wir haben Zeit. Wir genießen du musst ein bisschen, das. Genau, du musst auch die Vibes mitnehmen von dem Land, von allem. Voll. Und dann ist das auch geil, dann fühlt man das auch richtig. Natürlich. Ne? Auf Krampf hier nur jetzt alles abzurocken, macht ja auch keinen Sinn. Und den ganzen Tag da in der Sonne vor allen Dingen zu stehen. Ja, auf gar keinen Fall. Also, es geht los. Ich freue mich. Jawohl. Si sa, noi del Sud parliamo a voce alta. Si sa, noi del Sud facciamo discussione imposta. Siamo allergici alle strisce. Komm, wir suchen uns unser neues Hobby aus. Das mit dem Tuning, das ist eh vorbei. Dieses Jahr. Das hat keine Zukunft. Wir müssen aufs Wasser. Es ist Zeit. Ich brauche ein Boot. Bist du wasserfest? Hä? Bist du wasserfest? Ja, weiß ich nicht. Das sehen wir dann. So was hier? Ja, von Anfang. Oder? Sehe ich mich drin. Aber so richtige Mopeds haben die ja auch nicht, ne? Nö. Nee, oder? Hier, ich mach Touren. Hier. Digga, da sehe ich uns. 70 Gulden bist du dabei? Eine Runde. René, wir zwei? Ja, sicher. Frage ist, wie weit dürfen wir fahren? Boah, so ein Bootsführerschein wollte ich schon immer mal machen. Ist das so? Ja. Pascal! In so einem Ding sehe ich uns. Mach ich die große Nummer. Hier. Oder? Hier. Lass die Ente in Ruhe. Oder so ein Ding sehe ich uns.
große Tour? Schön, in der Mitte noch ein Pool. Das ist eigentlich eher, guck mal, die Nähte, Bruder. Der, ja, das ja. Ist meins. Ja, Digga. Ja, Lenkrad ist sogar Lenkrad. Ja, ja, Tatsache. Das ist meins. Warte mal, wie viel kriegen wir da hin? 1, 2, 3, 4. Ja, guck mal, da passen wir alle rein. 12er Tour, mach ich große Tour. Deutschlandflagge, oh, hissen. Hier ist der Blut direkt runter, ne? Schön offener Luftfilter rein. Ja, direkt. Ansaugung. Downpipe. Ohne Cutlass. Direkt. Brrr. Aber Lenkrad ist Ehre. Und das dann Born to be Wild, hörst du das? Ja, das ist der Kutter. Born to be Wild ist der Kutter. Ist das so? Ja, ja, der nimmt es ernster. Ich sitze wohl vorne, ne? Ich brauche Schatten. Ne, mittlere Bahn, ich brauche Schatten. Ich bin nicht so der Sonnentyp. Digga, geil, einer grillt hier. Das ist auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, Tuning hat keine Zukunft, deswegen wir müssen aufs Wasser. Ja, da kann die Polizei, obwohl können die uns da auch stilllegen? Wasserpolizei. Können die Wasserpolizei? Ja, auf jeden Fall nicht zu tief, Digga. Stimmt. Auspuff zu laut, aber nicht zu tief. Meinst du, das ist so ein Ding? Auspuff? Ja, gibt es möglicherweise. Oha, kann das. Weil zu tief wäre nicht gut, da wäre man da die Ente geschnappt. Ja, Chicken, Alter, Chicken. Digga. Boah, wie türkis das Wasser da ist. Alter. Alles Mensch, alles mein Leben. Alles mein Leben. Nee, aber... Nee, ich sehe schon das Grüne da, das ist ein bisschen Mint gestrichen. Ja, Leute. Ihr könnt da mal wirklich, schreibt mal in die Kommentare, sag mal in Bootstuning. So ein paar Jetskis hier noch daneben? Fühl ich. Alter, das wäre krass. Problem ist nur die Spritpreise, wenn die Grünen an die Macht kommen, bei ne, 16 Cent mehr, wird schwierig. 16 oder 60? Ne, 16 glaube ich war doch, ne? Wird glaube ich schwierig. Auf jeden Fall wählen. Weil so ein Jetski, das lädt schon durch, ne? Da fährst du eine Stunde, dann macht er glaube ich 50 Liter oder so, ne? Mindestens. Da ist dein G-Wang-Jung jetzt nichts dagegen. Wirklich. Was hast du jetzt entdeckt? Ja. Ja, das ist doch so ein Ding, 40 PS. Jo. Pascal, ich habe es gefunden. Das ist mein Boot. 40 PS. Das Problem, ich glaube, auf dem Wasser ist das gar nicht so viel, ne? 40 PS. Die haben ja auch mal schnell 200-300 PS. Ja, was ist bei dir? Das hier ist die Zitronenlimonade, die musst du probieren. Hast du mir jetzt so ein Ding gekauft? Ja. Oder ist das von deiner Freundin? Nee, wir teilen uns jetzt. Das ist super sauer, aber brutal erfrischend. Die sind komplett aus Zitronen. Ja, genau dieser. Boah, Ehre. Hier, das sind die 40er. Boah, Digga, das ist aber wild. Aber du merkst, dass das komplett rot ist. Voll geil. Aus Limone kommen die, ja. Aus Limone? Ohne Spaß, der Ort heißt so wirklich. Aus Zitrone kommt der. Aus Zitrone. So eins wäre das. Doch, ja, das so eins wäre das. Hallo. So eins kannst du fahren ohne Führerschein. Aber ist geil. Lecker. Digga, die sind doch, ich find's nicht geil. Doch. Auf Ex, Digga. Hm? Challenge jetzt, das geht doch. Du hast mir damals, boah, sauer oder lustig. Aber erstmal so ein Ding rein. Vielleicht fängst du mit den Fragen erstmal. Erstmal nur lutschen. Boah. Früher Schulzeit. Boah, das ist so ekelhaft. Jo, ja, hier ist aber nichts lustig. Doch, Alter. Jetzt soll ich die Zitronen reinbeißen. Mensch, geil. Mhm. Spaß. Mhm. Zerstört Corona komplett, Alter. Hast du gar keinen Spaß mehr. So wie das hier aussieht auf jeden Fall, Alter. Die kriegen das alle. Irgendwas stimmt da nicht. Komm, wir gehen. Ja. Al conformismo, io preferisco il rumore della libertà. Aus dem Weg, ihr Ringverdiener! Ja, wir sind gerade auf der Millemilia, wie man sehen kann. Wir werden gerade zu unseren Autos gefahren. Sicherheitsgurte sind auch schon angelegt. Wir sind echt faule Säcke, ne? Wirklich. Also, 10 Minuten laufen, fährt der auch. Gut, was kostet das? 1,20 Euro ist gebucht. Ich wollte auch mal Elektro fahren. Ein Traum, ja. Das ist das etwas andere heute, Video. Wie viele Autos haben Sie in dem Video gesehen? Maximal eins. War ein gutes Video. Das war erst ein Reiseführer-Video. Sogar war krass. Genau, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Linken sehen Sie die Stadtmauern. Ja, wunderschön. Die italienische Stadt jetzt hier Marseille. Aber die sind schon, man muss schon sagen, die Italiener sind schon mein Farbtyp, ne? Alle sind die leicht pastelligen Farben. Rote in mir, alles eisblue. Außer ich sitze gerade in einem roten Gerät, ne? Das ist eigentlich schlecht. Was hat die Kam jetzt gesagt? Robert! Ich fahre nicht mit einem roten Auto. Wie weiß ich, wovon wir reden? Wie heißt das? Also, Bella Grazie? Das war noch Bella Grazie? Ja. Ille Grazie?
Verfluchte Grazie, wie heißt das? Illegal. Illegrazie? Was denn? Ja, die heißt da mal Grazie irgendwas. Mille Grazie, Ille Grazie, Bille Grazie. Tausend Dank. Mille Grazie. Wie heißt das? Danke. Mille. Mille. Mille ist tausend. Tausend Dank, Mille Grazie. Wow, guck mal die Aussicht, ey. Aussicht, oh, mega. Drift. Bruder, Drift. Drift. Der fährt extra Runde. Hast du noch mal bezahlt? Du bist wie auf der Kirmes. Der fährt wieder zurück. Der wird dabei sein, immer noch frei sein. Jetzt geht's ab. Jetzt vorbei. Super. Achebelieft. Double merci. Oh, warte, ich muss hier essen. Double, danke schön. Du bist einfach Premium-Schwand, gut. Immer die Adiletten. Du bist wieder falsch angezogen. Sag mal, warum sind wir denn hochgefahren, wenn wir jetzt wieder runtergehen? Ja, das macht auch gar keinen Sinn. Boah, ich muss tierisch pinkeln. Ich glaube, hier miete ich eine Garage. Auf jeden Fall safe ins Wasser. Ja, hier. Sollen wir die nehmen? Ja, ich miete hier die Garage. Das ist vielleicht wirklich ein bisschen weit entfernt. So. Also, würde ich mir noch aber mal überlegen. Aber Frankie, ich wollte heute eine Runde Supra fahren. Wie machen wir das? Ich bin in 3 Tagen wieder zurück. Ach, tschüss. Hier wollen wir auch deep rein. Ja. Oh ja, schon. Mille grazie. Ciao. Ciao Bella. Ciao Bello. Das Garagentor ist ja Sinn. Ja, Digga, hier ist ein mega Garagentor, da kannst du mega reinfahren. Die einfach sogar besser als bei uns. Schön mit dem Flatnose dagegen. Guck mal, Digga. Was ist das? Das ist aber Lebensmüde. Das ist aber Lebensmüde. Was sind die am Pflücken? Was pflückt ihr da? Und hier ist auf jeden Fall Streamingraum von mir. Ja. Ja. Genau. Ja, Digga, mit Aussicht. Guck mal da. Ja. Yeah. Kannst du so eine spannende Szene machen? Wir filmen, wenn ich hier so ankomme. So eine spannende, so. Ich kann nicht mehr. Wie weit haben wir es noch? Ich bin seit 7 Tagen unterwegs. Auf. Nein. Auf. Schluss. Wir sind da, ne? Wir sind da. Boah, das ist echt krass hier. Irgendwann später. Digga, einfach diese andere Location hier, ne? Junge, guck mal. Das ist schon nice. Mega, oder? Alter. Wie heißt das hier? Ist das ein Wein? Wein? Das ist so eine Event-Location. Event-Location, Hochzeits-Location normalerweise. Meistens, ja. Event-Location, okay. Aber auch ein Weingut. So, also, Posten-Shooting. Wir nutzen das natürlich auch immer, weil gerade Corona, da werden wir jetzt überhaupt gar keine Leute mehr gesehen. Ja. Das nutzen wir natürlich jetzt gerade total aus. Und Digga, was ich jetzt gerade richtig hart feiere, also wirklich richtig hart, RS6, ne? Also der hat vom Fitment her, ist das echt schon, alter schön, ist das sick. Ist das sick. Ich habe ja anfangs hab ich schon gesagt, boah, der alte ist ja schon irgendwie geiler, ne? Also stimmt. Kennst du das? Das ist ja, man braucht ja immer so ein bisschen Zeit. Aber das ist ja der absolute Endgegner. Vor allen Dingen sehr, sehr geil zu sehen, die Felgen. Hatten wir auch damals auf unserem, kennst du auch nicht, auf dem Golf 7R hatten wir die drauf, in dreiteilig auch. Echt? Ja, also so in der Art waren die das. Ich weiß nicht, ob es genau dasselbe Rad ist, aber ich meine, so in der Art war auch auf dem damals drauf. Mega gut. Von der R6 sieht einfach nur buddig aus. Das ist einfach Chef, das Teil, ne? Wirklich. Brutal. Ja, RS4. Der absolute Klassiker hier. Und was ich auch geil finde, also das Auto. Einfach. Perfekt. Ne? Cupra Formentor. Ja, Formentor. Wir haben ja gesehen, wir haben damals gesagt, wir stellen uns das mal vor, wenn der mal wirklich irgendwann auf dem Boden liegt. Ne? Ja, stimmt. Die Jungs von Nullbar haben den jetzt Static gebaut. Das heißt, Bilstein Ultra Performance Gewindefahrwerk drin. Das Fahrwerk sind wir selber auch schon im RS3 mal gefahren, vom Sandro damals der. Der hat das auch gefahren, der war ultra zufrieden damit. Und man muss schon sagen, das ist vom Fitment her ist das natürlich mega gut. Ne? Auch Felgendimension, ich glaube eine 9x21 ET35 oder ET33. Ist natürlich jetzt, die ET macht bei den Autos sehr, sehr viel aus. Wir haben genau wie beim RSQ3 das Problem von den dicken Kanten hier. Hier ist jetzt schon ein bisschen Platz gemacht worden, aber das ist immer noch, das ist einfach ein Problem. Ne? Die Dinger sind einfach zu dick. Deswegen, du hast eigentlich einen relativ breiten Kotflügel, aber aufgrund des Aufbaus musst du doch relativ schmale Felgen fahren. Oder ich finde es auch schöner, so haben wir es bei unserem RSQ3 ja auch gemacht.
machen einen Zentimeter oder zwei höher, aber holen wieder ein bisschen raus. So war es früher immer. Früher hat man immer 9x16 auf einem Golf 2 oder Golf 3 auch gefahren, immer breit und dafür aber nicht so bumstief. Und das ist jetzt halt dem geschuldet, dass man nicht mehr, ne? Also die Autos, die machen es einfach nicht mehr so. Aber ich finde es halt, das Ding ist fucking geil. Allein wenn ich die Silhouette in die Richtung sehe, gefällt super. Ja Mann, das ist wunderschön. Ja. Ich muss sagen, ich finde den RS-Q3 immer noch geiler. Also wenn ich jetzt den Vergleich sehe, finde ich RS-Q3 auch gerade mit dem Prior-Kit. Sieht halt echt unfassbar bullig aus. Aber mega geil. Und auch immer noch ein Favorit von mir. Immer noch. Wäre immer noch ein Auto. Wenn jetzt, ich überlege RS6 oder RS7. Ich bin auch so ein absoluter RS7-Fan, ne? Wirklich. Ein absoluter RS7-Fan. RS7 ist für mich immer noch, auch der alte, immer noch ein unfassbar schönes Auto. Silhouette geil. All Black sowieso unfassbar gut. Absolut. Und was die halt auch alle haben, was ich halt auch mega gut finde, die haben gerade diese ganzen, das ist ja auch A5, A7 Kofferraum, du hast Platz ohne Ende drin. Du hast so, stimmt, du hast so eine riesen Heckklappe. Platz in dem Ding drin und optisch eine Ansage halt, ne? Und bei den Dingern, die kannst du halt auch locker Static fahren, weil du hast so unfassbar viel Platz. Wir haben ja die Felgen, ne? Hier. Ja. Die sind wir, das ist ja 10,5x21 ET24, die sind wir damals auf dem RS6 auch gefahren und die hat er geschluckt, als gäbe es gar nichts. Also macht er einfach weg. Ist irgendwas? Könntest du noch breiter fahren, die konntest halt richtig tief fahren. Ja, Shooting geht jetzt los. Wir geben euch hier auch einen kleinen Überblick, ne, von dem Ganzen jetzt hier. Und dann geht es wahrscheinlich nochmal zum Treffen gleich. Also viel Spaß. Was glaubst du, wo ich jetzt hingehe, Ron? Sag es. Ich glaube, du gehst. Ich werde jetzt zu dem R32 gegangen. Du bist so verloren. Du bist so. Also, du kennst mich. Also ich habe das Gefühl, du hast noch nie mit mir gefilmt, wirklich.